Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. In diesem Video geht es weiter mit dem Mustang. Ich habe den gestern ein bisschen vielleicht kaputt repariert. Also Sache ist, der läuft jetzt, kühlt. Hier musste ich noch was ein bisschen nachkippen. Aber das Problem ist, der läuft irgendwie komisch. Vielleicht eine halbe Minute läuft der so ganz normal und dann auf einmal hört man hier so Luftgeräusch wie Steuerung, so von Drosselklappe oder vielleicht ist auch der Luftmassenmesser kaputt. Ich weiß es nicht. Ich werde mich heute damit beschäftigen. Als erstes, dass er wieder gut läuft und dann schaue ich, was ich alles noch heute Abend schaffe. Was mir so einfällt, was das sein könnte, meiner Meinung nach eventuell der Luftmassenmesser, weil ich habe ja beim E39 das ähnliche gehabt und genau sowas ist hier bei Mustang der Fall. Ich ziehe mich jetzt um und die schöne neue alte Arbeitskleidung vom letzten Video mit dem Mustang. Also, let's go. Wenn man hier so gut mithört, kommt so leichtes Klopfen und man hört, wie der sich ändert, so im Lauf. Komm her. Guck mal, jetzt warten wir. Ja, jetzt läuft er normal und jetzt wieder so. Der muss irgendwie so umschalten. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ich versuche das jetzt mal einfach hier mit dem Luftmassenmesser den rauszunehmen, also den Stecker abzunehmen. Der läuft gleich. Hat keine Reaktion, aber so. Oder so, ist alles gleich, passiert nichts, keine Ahnung. Und hier, guck mal das hier, das Geräusch kommt von hier, ich glaube von da, weil hier merkt man dieses Klopfen, so richtig an den Finger. Dann was das hier ist, keine Ahnung, bestimmt so ein Sensor oder irgendwas Wichtiges. Okay, keine Ahnung, ich versuche das jetzt mal so. Jetzt klopft er nicht, aber läuft ein bisschen scheiße. Aha, so einfach. Okay, das Klopfgeräusch kommt von hierher. Ich habe ja auch keine Erfahrung, gar nichts mit diesem Motor. Ich weiß es nicht. Jetzt hört man das Klopfen nicht, wenn ich diesen Stecker wegnehme. Aber der läuft trotzdem ab und zu so ein bisschen anders. Also bestimmt ist dieser Sensor kaputt. Und ohne läuft er vielleicht so komisch. Und wenn ich den jetzt einstecke, anstatt dass er gut läuft, läuft der so kacke, weil das Teil hier ist kaputt. Könnte sein, ich weiß es nicht. Jetzt kommt dieses Klopfen. Ich schau mal, was das sein könnte. So irgend so Ami-Forum, Mustang-Forum und ja, dann schauen wir weiter. Also wie ihr gesehen habt, Luftmassenmesser, wenn ich den runternehme oder nicht, keine Reaktion. Hier kommt das Klopfen, das habt ihr auch gesehen. Meine Auslese-App, Auslesegerät, eine altbekannte haben wir hier. Und zwar sagt sie mir P0443 EWAP-System, Spülsteuerung, Spülsteuerventil. A, Stromkreis, das ist
weil ich vielleicht hier das weggenommen habe. Spülsteuerventil. Wie kann das auch vielleicht der Fehler sein? Steht Stromkreis der Ansauglufttemperatursensor, aber ich habe bloß das und das weggenommen und das wissen wir, das ist der Luftmassenmesser. Und hier kann das sein, dass es dieses Spülventil, Spülsteuerventil oder dieser Ansauglufttemperatursensor könnte es sein. Oder ist der Ansauglufttemperatursensor hier integriert irgendwie mit dem Luftmassenmesser, weil hier ist noch ein dritter Fehler mit Luftmassenmesser und den habe ich ja auch abgesteckt. Und bloß zwei Teile habe ich abgesteckt und ich habe drei Fehler von drei verschiedenen Sachen. Ich habe es gelöscht, nichts hat es gebracht. Der läuft und nach einer Zeit lang hört man hier wieder dieses Klopfen. Und ich habe ja hier was Interessantes entdeckt. So Tape, Kabel, Dingsbums. Hier dieses Tape habe ich gefunden. Ich versuche das jetzt mal runterzunehmen. Vielleicht ist da unten was abgebrochen, der zieht Falschluft. Und deshalb schmeißt er mir oder zickt so rum. Scheint in Ordnung zu sein. Also dieses Tape, keine Ahnung, hat jetzt hier nichts zu verbergen. Tue ich das auch mal weg, ziehe den Sensor hier oder was auch immer das ist raus und schau dann mal, was da los ist oder ob es besser wird. Das ist bestimmt dieser Ansauglufttemperatursensor, so wie das ausschaut, ja. Ich habe das Gefühl, irgendwas mit der Ansaugung oder bei der Ansaugung ist nicht in Ordnung. Aber was soll ich jetzt hier machen? Der ist entweder kaputt, wenn er kaputt ist, brauchen wir einen neuen. Wenn er heil ist, dann brauchen wir weitersuchen. Aber wie soll ich das jetzt überprüfen, ob der kaputt ist oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich versuche mal jetzt auch die Teilenummer zu schauen, ob es mir was rausschmeißt, was das sein könnte. So, hier habe ich die Teilenummer. Und mal schauen, was Google sagt, ob er da was erkennt. Ist immer alles leichter gesagt wie getan und dauert alles ein bisschen länger, wie man denkt. Ja, Freunde, ich habe gute Nachrichten. Endlich. Und zwar läuft wieder ganz normal, wie ihr das vielleicht hören könnt, so wie ich. Schön mal so in diesem Bereich, dass die Leute auch hören, dass er nicht mehr diesen Sprung auf einmal hat, dass er irgendwie so hier was aufmacht, wie der Luftklappe und so den Motorlauf verändert. Nein, das macht er nicht. In diesem Fall läuft er jetzt seit halbe Stunde so, wie es sein soll. Wie das alles gelöst ist, ist eigentlich ganz einfach. Das war gestern so ein kleiner Fehler von mir, aber ich nehme es mir nicht böse, weil ich war kaputt. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und dann ganz so nach rum geschraubt und es war ganz früh oder ganz spät und da hat mein Hirn dann nicht so ganz gut gearbeitet und ich habe vergessen, also nicht vergessen, aber ich habe das Kühlsystem nicht genug entlüftet. Deshalb ist der Kollege hier, immer angegangen, dieser Lüfter, um den Motor zu kühlen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Luftmassenmesser ist das nicht. Was könnte das sein? Weil ich hab mir schon Gedanken gemacht, ob ich das gut entlüftet habe. Weil da steht irgendwas mit Druck, wie ich mich jetzt erinnern kann, wie den Fehlerspeicher-Auslesegerät. Und was wir jetzt aber haben, ist, dass dieser Sensor hier irgendwie klopft. Und wenn man den jetzt absteckt, läuft er normal. Und jetzt, wenn er drauf ist, dann klackert er halt so ein bisschen.
Ja, ich habe das jetzt bemerkt, bestimmt, dass der Motor ganz sauber läuft. Aber ausgenommen dieses Klackern, jetzt mache ich mal den Motor aus. Okay, ich kenne das vom E39, vom E92, von anderen BMW-Modellen und so, dass die halt so eine Geheimmenüoption haben, den Kühlkreislauf zu entlüften. Aber hier habe ich das halt so gemacht, dass ich hier den Deckel weggenommen habe und einfach Heizung volle Pulle aufgedreht habe und Gebläse auch auf Maximum. Hier also aufgemacht und das hier, der ganze Kreislauf habe ich dann beobachtet, ob da so Luftbläschen drin sind, bla bla bla. Ich habe hier mal an diesem Schlauch so gedrückt, dass da auch die ganze Luft und irgendwie so rauskommt. Und jetzt läuft er, wie gesagt, eine halbe Stunde, ohne zu meckern. Bloß dieses Klopfen ist noch. Ich bestelle dieses Ventil halt neu. Und wenn ich dann das da habe, schmeiße ich es rein und mal schauen, ob der wieder klopft. Aber so läuft er wunderbar. Er überhitzt nicht. Und hier passt ja alles. Temperatur, alles gut. Läuft gut. Also haben wir es doch wieder repariert. Ne? Das war mein Fehler. Aber ist doch alles gut geblieben. In diesem Video habt ihr gesehen, haben wir den Mustang wieder repariert. Der läuft jetzt wieder ganz normal, überhitzt nicht. Hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video wird wieder mit dem Mustang sein. Ich habe da noch ein bisschen was zu machen. Aber Hauptsache, wir machen was. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Peace.